Ja, hi Leute, willkommen zur nächsten Folge. Und ja, heute machen wir gleich mal zwei Arten in einem, da die beiden Arten sich sehr ähnlich sind und ja, es sich nicht lohnt, für beide Exemplare ein einzelnes Video zu machen. Ja, und zwar haben wir heute ein Männchen von Odontolabis calcodes striatus vor uns, striata. Dann hier noch ein Weibchen von Odontolabis calcodes cephalotus. Ja, also sind sich sehr ähnlich und das besprechen wir jetzt auch. Habe ich letztes Jahr in der Staffel auch schon gemacht. Da haben wir nämlich dieses Odontolabis calcodes cephalotus Männchen präpariert. Da bin ich auch schon auf die Unterschiede zu Odontolabis striatus eingegangen. Können wir jetzt aber auch nochmal machen. Ihr seht, von der Färbung her sind die eigentlich ziemlich identisch. Beide Arten haben die gleiche Anzahl, nämlich 5 von diesen ja, aus Haaren gebildeten Streifen auf den Elytren. Die sind bei beiden Arten auch gleich gefärbt, so ein ja, gelb, bräunlich, ja, ocker, weiß nicht, wie man es beschreiben kann. Hauptunterschied ist eben die Kopfform. Wie ihr sehen könnt, das hier ist ein Majormännchen von Odontolabis striatus. Das können wir jetzt auch noch ganz schnell messen. Also 47 mm. Die Art kann bis 55 mm groß werden, aber trotzdem ist das hier schon ein Major-Exemplar. Das Cephalotus ist ebenfalls ein Major-Exemplar und da seht ihr eben, dass die Cephalotus so eine ja, gewölbte Stirn haben. Ja, so ein Stirnfortsatz und die Mandibeln sind eben auch deutlich unterschiedlich dann bei diesen großen Exemplaren. Bei Minor-Exemplaren ist das beides nicht so gut zu sehen. Die sind dann deutlich schwieriger voneinander zu unterscheiden, aber bei Major-Männchen geht das problemlos. Ja, wie unterscheide ich die Cephalotis-Weibchen von den Striata-Weibchen? Das geht ehrlich gesagt nur mit einem ziemlich gut trainierten Auge. Im Allgemeinen sind die Striata-Weibchen bulliger als die Cephalotis-Weibchen. Der Kopf ist etwas breiter bei den Striata-Weibchen. Und die Striata-Weibchen haben auch kräftigere Dornen an den Vordertibien. Wir haben jetzt hier aber ein Cephalotis-Weibchen vor uns, also gehört das quasi hier zu diesem Männchen. Beide Exemplare, die wir heute präparieren, stammen aus Bengkulu, Sumatra, Indonesien. Beide Arten kommen auf Sumatra und Borneo vor. Ja, hier habe ich jetzt auf der Insektenbörse in Frankfurt noch echt einen Schatz ergattert. Das ist ein Pärchen von Odontolabis calcodes recemae. Und es besteht die Möglichkeit, dass durch Habitatszerstörung diese ursprünglich in Malaysia heimische Art bereits ausgestorben ist, da seit über 10 Jahren eigentlich keine Funde mehr aus den bekannten Fundorten ja, mehr gemeldet wurden. Und selbst damals waren sie schon selten und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit da, dass diese Art eventuell ausgestorben ist. Das Pärchen habe ich jetzt für relativ wenig Geld ergattert in Frankfurt. Ich weiß gerade nicht mehr den genauen Preis. Man blättert dafür aber relativ viel hin. Und diese Exemplare wurden 1993 gesammelt in den Cameron Highlands, Malaysia. Sind also sogar älter als ich. Ja, und bin froh, dass ich dann tatsächlich noch diese Art in meine Sammlung einfügen kann, der Vollständigkeit halber. Und ja, es ist ein sehr wertvoller Nachweis aus alten Zeiten. Ja, gut, dann würde ich sagen, legen wir die jetzt wieder auf Seite und präparieren diese beiden hier.
Okay, die Käfer haben jetzt 2 Tage getrocknet und können abgenadelt werden. Das machen wir jetzt fix. Ihr seht, die sind auch noch mal ein bisschen heller geworden, weil sie jetzt trocken sind. Da sieht man die Färbung von diesen Haaren noch mal ziemlich gut. Okay, ja, hier habe ich jetzt noch mal die Käfer zu den anderen dazugesteckt. Mit dem Ergebnis bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Es sind schöne Präparate geworden. Jetzt eben auch ein Weibchen von Chalcodes cephalotis in meiner Sammlung und auch endlich ein Männchen von Chalcodes striata. Ja, sehr schöne Tiere. Hier seht ihr jetzt nochmal die Unterschiede bei den Major-Tieren. Relativ eindeutig. Okay, gut. Dann sehe ich euch hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert, schreibt in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.